Das ist übrigens kein gestützter amerikanischer Dollar, sondern ein um 3% aufgewertetes 10-Pfennig-Stück. Sehr verehrten Damen und Herren, so, habe unseren Pianisten gleich mal abgestellt. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer ersten sogenannten Talkshow, Je später der Abend. Dass wir dieses elektrische Klavier benutzt haben, liegt nicht daran, dass wir uns keinen Pianisten leisten konnten, sondern wir haben uns gedacht, dass man es einem lebenden Musiker nicht zumuten kann, eine Stunde hier zu sitzen und zu warten, bis er am Schluss wieder einige Takte spielen darf. Also haben wir uns dieses Instrument hier ausgeliehen. Meine Damen und Herren, eine Talkshow, was ist das? Darüber zerbrechen sich seit einiger Zeit die Fernsehmacher in den verschiedenen Anstalten die Köpfe. Sie haben sicherlich viel darüber gelesen und gehört. Es ist aber nicht so, wie ein bayerischer Journalist mich neulich befragte, der nämlich meinte, wenn es eine Talkshow gibt, dann müsste es auch eine Nachtshow geben. Also damit hat es nichts zu tun, sondern Talk kommt von to talk, reden. Und das Ganze ist also eine Rederei. Es ist also hier nicht so, wie in üblichen Unterhaltungssendungen, dass nun irgendwelche Artisten ihre Kapriolen schlagen, dass beispielsweise Peter Alexander oder Rudolf Schock hier auftreten. Wenn sie hier auftreten, dann singen sie jedenfalls nicht, sondern dann sprechen sie. Und wenn hier jemand singt, dann höchstens im Sinne der Ganovensprache, dass er nämlich etwas ausplaudert, was er eigentlich gar nicht sagen wollte. Talkshow ist etwas, was wir alle nicht kennen. Ich hoffe, Sie haben Lust, es gemeinsam mit mir und mit unserem Publikum hier kennenzulernen. Man spricht heute gerne über die Schwierigkeiten einer solchen Sache. Und die Schwierigkeiten liegen, wie man mir gesagt hat, hauptsächlich darin, dass die Amerikaner, wo solche Talkshows seit Jahren zum festen Bestandteil des Programms gehören und wo die Talkshows Lieblingskinder des amerikanischen Publikums sind, dass man dort sich eben leichter artikuliert, dass die Leute gewöhnt sind, spontaner zu sprechen, während wir eben uns doch immer wieder bemühen, so ganz fein auszuformulieren, was wir nun zu sagen haben. Diese Gewohnheit möchten wir hier gerne zerstören. Und ich glaube, dass wir auf diesem Gebiet auch heute keine Schwierigkeiten haben, denn die drei Stars, die wir eingeladen haben, sind alle der Sprache sehr wohl mächtig. Es ist der junge deutsche Erfolgsautor Franz Xaver Krötz zunächst einmal. Es ist eine Frau namens Irene Rodrian, die denen bekannt sein dürfte, die Kriminalromane lesen. Sie ist eine der wenigen oder vielleicht sogar die einzige Kriminal- oder Krimi-Autorin in Deutschland. Und der dritte, auch ein des Wortes sehr gewandter Mann, Rolf Bossi, ein berühmter Star-Anwalt. Das sollen wir aber hier nicht sagen. Er hat nämlich da gewisse Schwierigkeiten mit seiner Kammer. Also er ist kein berühmter Anwalt, aber Sie kennen ihn jedenfalls alle. So, und dann habe ich, glaube ich, jetzt genug gequatscht und möchte gerne unseren ersten Gast bitten, nämlich Franz Xaver Krötz, von dem ich hoffe, ich begrüße Sie herzlich. Ich hoffe, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ich hoffe, Sie haben gute Laune mitgebracht. Ja, die Laune ist nicht so ganz gut, weil ich gehört habe, den Sekt muss ich selber aufmachen. Ja, da kann ich ja versuchen, Ihnen dabei zu helfen. Wollen Sie bitte hier Platz nehmen? Ich muss vielleicht noch etwas zum Möblement sagen. Wir haben uns ausgedacht, dass wir hier ein Arsenal von verschiedenen Sitzgelegenheiten zur Verfügung stellen, also alle möglichen Sessel und Stühle. Und unsere Gäste dürfen sich immer einen aussuchen, der ihnen besonders
genehm ist. Sie haben sich also diesen Schaukelstuhl ausgesucht, aus einer besonderen Affinität zu John F. Kennedy oder warum? Na, zu dem bestimmt nicht. Aber als Dramatiker kommt man ja sehr oft hinauf und auch wieder hinunter. Und das probiere ich immer aus.